Ihr verkauft kein Holz, oder? Zufällig? Briefmarke eintauschen. Ja, da muss ich auch nochmal überlegen. Ich wollte ja unbedingt den Trackermantel haben, ne? Aber uiuiui, das zieht sich ganz schön hier mit den Briefmarken. Ich versuche wirklich, auch wenn ich No Commentary aufnehme, in jede Expedition einzusteigen, in die ich einsteigen kann. Aber es gibt echt wenig. Das ist schon ein harter Grind. Aber ich finde es in Ordnung. Vielleicht passen sie das später noch an oder so. Aber wir sollten uns wirklich sicher sein, wofür wir unseren ersten Batzen Briefmarken ausgeben. Vielleicht doch lieber dann für die Powerrüstung, damit wir Ende der Season uns die neue Powerrüstung so richtig schön zurechtfriemeln können, wie unsere aktuelle Powerrüstung, also kalibrierte Stoßdämpfer und Co. Ich glaube, das sollten wir tun. Ne? Ansonsten sammeln wir uns dumm und dämlich und haben dann nur das eine Outfit, was vielleicht super, super cool ist. Ne? Aber eine Powerrüstung ist halt immer cooler. Vielleicht machen wir uns einen Plan, was wir brauchen an Modifikationen. Und dann rechnen wir nochmal drüber. Auch hier Autoaxt und so. Oh, ja, los. Wir haben keine Zeit. Ich brauche Holz. Hier muss es doch irgendwo Holz geben. Das ganze Whitespring Resort ist ohne Holz. Also zumindest kein Holz, was wir aufheben können. Das ist da hinten zu Ende, ne? Dann holen wir uns da eben Holz. Da ist auch die Luke runter. In die Höhle, in die Tiefen. Wo wir unsere Starlight-Bären bekommen. So, aber hier muss doch Holz liegen. Das ist doch jetzt Open World. Oh mein Gott. Komm her, du Grubenhauer. Ich hau dir eine rein. Warte mal, stopp. Nein, so natürlich nicht. Köpfchen. Da Holz. Aber mit extra Holz, bitte. Ach, komm mal, das geht auch nicht. Oh, das zieht sich jetzt hier. Und das direkt zum Anfang einer neuen Aufnahme. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu einer frisch radioaktiv verseuchten Aufnahme Fallout 76. Wir haben echt eine ganze Menge zu tun. Und es gibt kein Holz. Wobei, ich bin bestimmt schon an der einen oder anderen Holzquelle vorbeigelaufen. Ich gehe gleich zum Händler. Ja, sollten wir tun, ne? Machen wir es kurz. Einmal bitte ganz kurz nach Hause. Der Lieblingshändler, der Händler unseres Vertrauens. Ja, genau, denn Zeit ist nämlich kurz. Zeit ist Kronkorb. Oh, der Händler ist besetzt. Wir müssen kurz warten, ne? Hast du schon aktiviert? Ja, hast du. Wir warten hier. Ich mach die Lampe an. Wir chillen hier ganz... Na, dann eben nicht. Dann stehen wir gleich wieder auf. Mhm. Handelsloadout ist aktiv. Handeln. Schrot, bitte. Wir brauchen Holz, genau. Wir nehmen alle mit. Und wir müssen zwei Großmengen müssen wir zerlegen. Nicht nur eine, da war der Denkfehler. Komm schon, hier. Yeah. Hier, zwei Stück. 60 Holz, warte mal. Nein, nicht alles. Zerlegt er jetzt alles? Achso, er nimmt nur eins runter. Alles klar. Und die anderen Großmengen packen wir einfach in die Kiste. Früher oder später brauchen wir das Holz. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dann zurück. Zurück in die Zuflucht. Ich habe einen netten kleinen Bug entdeckt gehabt. Vielleicht liegt es auch wieder an den Mods oder so. Aber vielleicht hat das auch jeder. Wenn ich hier raufklicke, auf R. Ach, ist weg der Bug. Wunderbar. Vergiss, was ich gerade versuchen wollte zu sagen. Ne? Wir sehen uns in der Whitespring-Zuflucht. Sophie, wir haben dein Holz. Es kann losgehen. Du warst da hinten, ne? Ja. Hallöchen. Wenn das nicht... ja, bitte. Lass mich. Ja, okay. Es wäre wunder. Aha, alles klar. Ich hab's dabei. Ja, fantastisch. Das war's schon, ne? Immer hat... Ich kann weg. Ja, Esme. Und dann der gute Rucker. Esme war doch jetzt da drüben, ne? Küche, grüner Teppich. Wir grüßen dich, Hallöchen. Bonjour, Essen. Genau, ein Topf mit Psycho wieder. Das wäre total super. Mit nur leichten Halluzinationen heute, das wäre toll. Einmal durchrühren. Mach ich, wir kennen das. Esme, wir sind nicht das erste Mal hier. Ne? Geht noch nicht. Jetzt, komm schon. Aktivier dich. Einmal im Kreis drehen. Ah. Wunderbar. So, was brauchen wir?
Karotten, Taters und Wildfleisch. Fleisch. Wir gucken mal, ob Pfeffer und so auch schon hier liegt. Noch habe ich es nicht entdeckt. Da, doch, ist schon da. Pfeffer ist hier. Also immer schön von vornherein komplett die Augen offen halten. Und der Rest wird drüben sein. Ne? Salz und Taters. Hi. Taters. Es hapert wieder den Kleinigkeiten. Hallo, Tato. Ah, da sind sie. Also auch im zweiten Regal. Also in der ersten Etage des Regals kann der Kram liegen. Ich gucke gerade wegen Salz. Ob ich das hier schon entdecke? Habt ihr bestimmt schon entdeckt. Da ist es, ne? Ja, das ist das Salz. Wir wissen, wo alles ist. Ei, ei. Zack. Achso, gedrückt halt. Stimmt. Guten Morgen. Es ist 6 Uhr am Morgen. Nicht 4 Uhr, 6 Uhr. Ich musste noch was erledigen. Und einmal bitte genau das Fleisch. Mit dem Hammer. Ein damit. Durchrühren. Das riecht ja köstlich. Verleihen wir dem Ganzen mit und jetzt Pfeffer und Salz. Wir wissen ja schon, wo es liegt. Theoretisch. Pfeffer war hier, genau. Da. Nimm es. Sollte man sich nicht um wichtige und da hinten war das Salz. Hier. Hier, meine ich natürlich. Nimm. Komm schon. Ja. Dauert manchmal eine Sekunde, bis das Spiel darauf reagiert. Zack. Und ist durch, ne? Superb! Das geht schon recht schnell. Aber die dritte Aufgabe, die könnte uns ein bisschen aufhalten. Aber ich bin ja schon mal ganz happy, dass es nicht der andere ist. Wobei, Rucker, wer war das nochmal? Hier, Psycho. Ja, Psycho für die Raider. Nee, Quatsch, Siedler. Weil, nun ja. Die Siedler, da brauche ich noch ein bisschen Herz. Wo laufe ich denn hier eigentlich hin? Ich dachte, hier geht's auch lang. Die Türen sehen hier so ein bisschen fragwürdig aus. Kann ich auch hier lang gehen? Hallo? Hallo, Frau Siedler. Folgt doch einfach den Markern, Leo. Sie sind doch jetzt wieder da. Sie waren lange Zeit nicht da. Einige Leute sind aber jetzt immer sind sie da. Hast du noch mehr Eintopf gemacht? Na klar. Bis es dir aus den Ohren rauskommt, meine Kleine. Der Eintopf ist auf jeden Fall etwas. Okay, alles klar. Rucker! Haben wir das Herz jetzt? Eine Sekunde. Noch nicht. Da kriegen wir die Pläne für die Gauss-Schrotflinte, ne? Und by the way, wo ist eigentlich unsere Gauss-Minigun? Die ist doch Gausi oder so, ne? Ich hab die nicht mehr. Aber ich glaube, die war rasend, deswegen haben wir sie weggeschmissen. Ich will eine neue Gauss-Minigun haben. Unbedingt. Und ich sollte einem Team beitreten. Ach, wir machen sowieso selber gleich eins. Wobei, tägliche Operationen. Geht da schon was? Seid ihr schon drin, ne? Können wir noch nachkommen? Wir müssen sowieso gleich nochmal raus, ne? Die Rucker-Aufgabe, schickt ihr uns raus? Ja, die schickt uns raus. Ne, der andere schickt uns raus. Sie aber vielleicht auch. Hab von was gehört, das den Respondern bei der Behandlung dieser Fälle helfen könnte. Mhm. Ich brauche das nur intakt. Arktos ist riesig. Aber Arktos ich hoffe, du musst nicht so tief graben. Wie sieht's aus? Na klar. Prima. Tja, dann ran ans Werk. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Zu unserer leitenden Sanitäterin. Ich gebe ihr Bescheid. Alles klar. Viel Glück da draußen. Mhm. Aber erst die Daily Ops, ne? Den wollen wir nicht hängen lassen, da. Rüstung. Du meine ich glaube, ohne Camp-Buff sollten wir zurechtkommen. Und wir haben ja noch den Kram von der kleinen Convenience-Tour, den wir uns mal einverleiben sollten. Ja, alles bis auf die Cranberry-Soße. Alles bis auf die Cranberry-Sauce. Und das hält alles auch noch so. Ach Mensch, die gute alte kleine Convenience-Tour. Ich mag sie. Ich habe sie nicht vergessen. Aber auch der Besuchertee hat was für sich. Und Tato Tomato, bitte. Und wir gehen rein mit der Erlösung. Denn dafür haben wir richtig viel Munition. Ich komme. Wie was? Noch nicht mal Signalverstärker repariert? Der ist doch gerade gestorben hier drin, oder? Hallo? Guten Abend. Na, alles klar?
Wollen wir? Na los. Warte mal, stopp. Eine Sekunde. Stopp. Wir wollen alle Lunchboxen essen. Und da kommt auch Nummer 3. Naja, fast voll das Team, ha? Nice. Lampe aus, Lampe an. Und er hier ist vom FBI. Ach hey. Alles cool. Ja, ich denke, wir sollten, ne? Habt ihr es auch eilig? Zeit ist Kronkorken. Hallo. Los. Action time. Wir sind sehr, sehr blutig. Das könnte ein Problem... Oh. Hochspannungshefeweizen. Gleich. Ja. Verzögert das Explodieren. Alter Schwede. Nein, nicht reinlaufen. Bitte. Oh Gott. Hochspannungshefeweizen war... Das erste 6. Zack. Durchgeflimmert hier. Spritze. Oh wow. Ich komme hier nicht mal raus. Ohne mich voll zu verseuchen. Das ist gerade. Das ist echt übel. Dahin, da kommt einer. Hab ich doch gleich gesehen. Oh, es ist aber schon haarig jetzt. Das ist eine echt miese Konstellation an Daily Ops Attributen, wenn man so hart blutig ist. Oh, höhere Stufe, nice. Das ging aber schnell. Ich kann nicht, Mensch. Du sitzt im GIF, Junge. Das geht leider nicht. Ich würde dir so gern helfen. Beim nächsten Mal, wenn es weniger giftig ist. Aber die Erlösung ist schon ein prächtiges Gewehr. Das ganze Gegrinde, das Farming von Enklaven-Plasma-Gewehren hat sich sowas von gelohnt. Aber das Ding nochmal blutig würde bestimmt nochmal mehr reinhauen. Gerade weil wir halt blutig spielen, ne? Und blutig ist halt immer das allerstärkste. Oh, da kommt noch einer. Wunderbar. Nee, nicht da reinlaufen. Das überlebt man doch nicht. Naja, wobei. Kommt immer drauf an. Vielleicht hat er Säurepanzer oder so. Flippige Klamotten. Jetzt hätte man das setzen müssen, ne? Okay. Beim nächsten Mal. Statt der Mücke. Aber ich vergesse das doch wieder. Das Ding abzusetzen. Da geht's runter. Ja. Die Gruppe triggern. Flop. Zurück zur Erlösung 1. Falsches Lied, ja, aber wirklich. Gruppe. Ja, ich habe die Gruppe getriggert. Wo ist sie? Wir warten alle nur noch auf die Gruppe. Ah, geht doch. Na. Paniksprung. Ich sehe niemanden. Niemanden. Psycho. Warum eigentlich nicht? Also wirklich. Jetzt hier zum glorreichen Finale. Einfach den Markern folgen. Ich hab dich voll erwischt, Mann. Voll erwischt hab ich dich. Und jetzt kommt der Dicke, ne? Ah, wir haben jetzt zu viel Energie, ne? Aber das merken wir uns mal. Ich muss Psycho-Buff ausgewählt haben. Wenn wir ein Fitzlichen zu wenig Energie haben und nicht ins Strahlen-Loadout wechseln wollen, weil wir sterben könnten, nehmen wir einfach einen Psycho-Buff. Ist doch Psycho-Buff, ne? Ja, aber voll. Nee, doch nicht. Die Anzeige hat nur gespinnt gehabt, alles klar. Muni. Auf jeden Fall. Ich will hier mit Munitionsplus wieder rausgehen. Das bedeutet, wir sollten auf jeden Fall nochmal die Hotspots abklappern. Hotspot Nummer 1. Alles mitnehmen, bitte. Fluppdiwupp. Und Hotspot Nummer 2. Boom, Schakalaka. Wie viel Munition haben wir jetzt eingesammelt? Wir haben noch sowas von einem Plus jetzt. Oh mein Gott, wirklich. Ich spiele die ganzen No-Commentary-Aufnahmen aktuell immer die Daily Ops mit der Erlösung, mit unserem Enklaven-Plasma-Gewehr. Und ey, wir brauchen kaum noch selber Munition herstellen. Der Hammer, Mensch, das ist ja der Hammer. Wunderbar, zurück in die Whitespring-Zuflucht, bitte. Nachdem wir uns die Belohnungen angeguckt haben. Ja, okay. Nice. Und seltene Belohnung. Okay, können wir auch verticken.
Aber wobei, eigentlich müssen wir ja gar nicht zurück in die Zuflucht. Wir haben ja eine Aufgabe. Wo hat sie sich denn bitte versteckt? Code Blue. Sag ich mal bitte. Arctos Farmer, sag ich doch. Und was müssen wir jetzt hier genau machen? Das habe ich hier noch nie machen müssen für Rucker. Das ist wirklich eine echt coole Geschichte eigentlich, dass wir so viel verschiedene Dinge machen müssen, allein schon für die Vorbereitung der Expedition. Vielleicht irgendwas anderes noch mitnehmen? Melone? Nee. Hier. Den Bleistift bitte. Den will ich unbedingt mitnehmen. Müssen wir runterfahren? Ey, das wird ja immer besser. Jetzt mal im Ernst, wann waren wir denn bitte schon das letzte Mal hier? Außerhalb von Project Paradise. Oh. Vorsichtig. Zack. Nein, die Sperre, genau. Okay, alles cool. Und der ist gleich tot gewesen. Naja, schlecht gelaufen für dich, mein Freund. Aber dafür kannst du nichts. Das lag an deinen Konstrukteuren. Boom! Aggressotron! Weggezimmert! Da oben, okay. Da oben müssen wir hin. Jupp! Köpfchen! Krass, ey. Haut gut rein, Mensch. Aber ich brauche noch eins. Unbedingt. Ich brauche noch eins in blutig. So, was soll ich machen? Medizinische Aufzeichnungen. Dieses hier, Arctos Pharma Protokoll Nummer 1. Ich bezweifle zwar sehr, dass irgendjemand das hier finden wird, aber egal. Ich muss es einfach jemandem erzählen. Und wenn es nur ein Bildschirm ist, es waren die Luft und die Dämpfe. Die haben uns erledigt. Die Kessel werden nie abgestellt. Selbst als ich sie angefleht habe, den Schalter umlegen zu dürfen, blieb das Management stur und sagte, das ginge nicht. Nein, sagten sie, du bist nicht krank. Niemand von euch ist krank. Nein. Macht euch wieder an die Arbeit. Früher dachte ich mal, dass mich der Laden nie klein kriegen würde, aber es war wohl bloß eine Frage der Zeit. Ja, irgendwann ist jeder mürbe. Tja, aber ohne Kochbuch können sie nicht kochen und die misstrauischen Idioten haben keine Kopie angelegt. Jetzt gehört es mir. hat er gut gemacht. Schön geklaut, aber das war nicht das, was wir wollten. Ne? Das ist es richtig. Ab sofort müssen alle Angestellten von Arctos jegliche Anfragen offiziell oder inoffiziell an Stephanie in der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung weiterleiten. Was für ein Wort. Bitte geben Sie Journalisten und Regierungspersonal weder mündlich noch schriftlich Auskunft. In Anbetracht mehrerer Informationslecks in der jüngeren Vergangenheit ist es nun wichtiger denn je, unsere Patente und unser geistiges Eigentum zu schützen. Alle Behauptungen, dass Arctos den Kriegserfolg behindere, indem wir uns weigerten, mit unseren Mitbewerbern oder der Regierung zu kooperieren, konnten widerlegt werden. Mit ihrer Arbeit für Arctos können sie ihrem Land am besten dienen. Nur für Leitungsebene bestimmt. Das Patentverzeichnis des Unternehmens wurde aufgrund von möglichen Missbrauchs- und Zugriffsrisiken durch Dritte vom Netz genommen. Um sicherzustellen, dass unsere Firmengeheimnisse weiterhin sicher sind, werden wir das physische Buch in regelmäßigen Abständen an einen anderen Ort transferieren. Diese Woche liegt das Buch im Leitungsbereich von Habitat A. Anschließend wird es jeweils im Abstand von 3 Tagen umgelagert. Ach, das müssen wir besorgen. Ich habe mich schon gerade gefragt gehabt, was will sie denn jetzt bitte mit dem Text? Was hat sie denn davon? Was bringt denn das? Aber das Buch, ja, das ist schlüssig. Damit kann man was anfangen mit den ganzen Patenten. Aber cool, ne? So leicht storytechnisch eingewoben. Herrlich. Ist hier nur einer? Wir können, ne? Jetzt aber wirklich zurück in die Zuflucht. Und das Ding kriegt ihr jetzt, Responder Sanitäter. Die gute Frau hier wieder, ne? Hallöchen. Rucker hat gesagt, du hilfst uns. Bitte sag mir, dass du das Pharmakologie-Handbuch gefunden hast. Haben wir gemacht. Ist alles erledigt. Hast du nicht das gleiche Gesicht wie Sophie? Das ist umfangreicher, als wir erwartet hatten. Diese Herstellungsanweisungen könnten sogar ausreichen, um eine echte Apotheke zu errichten. Das hier bedeutet uns echt viel. Danke. Echt nicht verkehrt. Nee, ich muss sagen, ich mag diese Kleinigkeiten auch hier so als quasi als Aktion, die wir erst erledigen müssen, damit wir dann die Expedition starten können. Es ist so, ja, es ist MMO-mäßig, ne? Aber Fallout 76 ist ja auch ein MMO.
Aber nun gut, wir wollen die Expedition natürlich auch direkt starten. Wobei, vielleicht mache ich vorher noch eine Gruppe auf. Die Gruppe bitte verlassen. Danke sehr. Müssen wir ansonsten noch irgendwas beachten, was wir drüben erledigen müssen? Die Begegnungen kommen, glaube ich, nur einmal am Tag. Vermute ich jetzt mal. Stahl müssen wir sammeln. Alles klar. Ansonsten jeden Tag hier in der Zuflucht vorbeigucken und dreimal die Expedition vorbereiten. Okay, ich mache eine neue Gruppe auf. Wie geht es den Leuten in Foundation? Zack, Expeditionen. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, Briefmarken für alle.